Zeit und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. So, dann haben wir auch schon unser nächstes Ziel. Einmal wenden. Ach, der feine Verletzte. Stell dich doch mir nicht in den Weg, Mann, ey. Eine Brücke. Da haben wir wenigstens heute noch ein bisschen Action. Mann, die sind heute alle so langsam, ey. So, so. Ah ja, ich glaube, unser Ruf, der wird nicht besser. Ey, stopp. Wir sollen dahin. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Okay. Haben wir hier irgendwas Schönes? Kaufen Sie das Sturmgewehr 416. Okay. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sturmgewehr. 416. Da. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Alles klar, tatsächlich, dann. Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner. Viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. So, dann lassen wir uns Punkt setzen, dann können wir diesem lustigen Gespräch weiterlaufen. So, und die bei Bloom, die scheint wirklich ein bisschen mit der Sicherheit sehr ernst zu nehmen, nehme ich an. Aber wir sind Aiden Pierce. Und wir sind sowieso die Besten, deshalb kriegen wir das alles auf die Reihe. Weil so eine ganze Hacker Organisation hat es nicht geschafft, da einzudringen, aber wir schaffen das, klar. Akt 1, Backstage Pass. Ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Hey Mann, hilfst du mir aus? Eine kleine Spende? Hey, meine Güte! Hey, ich seh dich, Mann! Au. Das war nicht mein Plan, aber es gibt ja auch noch andere Wege, um dahin zu kommen. Das glaubst du nicht. Das war von meinem Sohn, das war aber ich. Ich muss nach Hause. Deckung. Wie locken wir die am besten an?
Okay, das hat ja schon mal nicht so super geklappt. Okay, an denen sind wir einfach mal vorbeigelaufen. Kamera. Nein, 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 nein! Okay, der kann Verstärkung rufen. Okay, aber einen Zugangscode hat keiner. Ach so, und da müssen wir dann am Ende ran. Aber dieser nette Mensch. Mit dem Zugang fehlt uns noch. Okay, das brauchen wir einfach. Das war's. Na gut. Noch geht's. Noch ist es machbar. Ich hätte trotzdem gern meine Waffe mit Schalldämpfer wieder. Ja, ja. So. Okay, stecken wir mal die Waffe weg, aber was sollen wir jetzt da? Ist da der Mensch mit dem Zugangscode? Wahrscheinlich. Was macht der da? Okay, das haben wir erreicht. Und was bringt uns das, dass wir das erreicht haben? Ach so, wir haben wieder neue Gegner. Mhm. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Was? Mann, du weißt, wie das Spiel läuft, Mann. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Vor allem mit den Bunnies. Was ist denn los, du Scheißdreck? Oh Mann, Gott. Das ist echt nicht gut. Hey. Verdächtiges Objekt gesichtet. Ich will nachsehen. Ah. Oh. Ah. Och man, niemand da.
Möglicher Sichtkontakt. Ich schau mir das mal an. Das brauchen wir nur noch. Was willst du? Das ist nicht persönlich, das weiß ich. Dann spreche ich dir einen schnellen Tod. Nicht schlecht. Letzte bekannte Position erreicht. Such mir ein Ziel. Standort des Ziels erreicht. Schieße weiter. Der Auftrag ist noch offen. Will jemand? Das Spiel ist aus. Schon dabei. Mist. Nicht gut. Gar nicht gut. Das Spiel läuft, Mann. Ich kann. Komisch. Was war das? Verdächtiges Objekt gesichtet. Sei vorsichtig. Ich check das mal. Okay, hier können wir noch nicht viel machen. Nee, hier gibt es nichts zu sehen. Sie betreten ein Berggebiet. Schön. Nach da drüben. Hilfe, sind getroffen. Wir stecken ein. Schnell eindringen. Entriegeln. Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Ich bin mir gerade das Netzwerk. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online.
Jedermanns kleine Geheimnisse, ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Also wir können entkommen oder alle töten. Okay, es war vielleicht nicht die intelligenteste Idee, mit dem CTOS-Wagen wegzufahren. Echt? Also gut, hör zu. Wir müssen aufgeben. Hops, so da darüber will ich. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer. Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. So. Dahin müssen wir. Und sind mal wieder in die falsche Richtung. So, dann mal auf, ja. Verbrechen, na gut. Ja, du sollst auch gar nicht sterben. Gut, ist noch ein ganzes Ende weit weg, aber... you
Mann, ich nehme ein anderes Auto. Das Auto ist mir zu doof. Das fährt immer gegen Bäume. Das ist garantiert nicht meine Schuld. Das ist immer das Auto. Aber hier stehen ja schöne Autos rum und... So. Weiter. Bumm. Gleich sind wir da. Oh. Wow. Ja. Genau. Genau, das war äußerst raffiniert. So. Schlechter Beifahrer. Und dann starten wir doch einfach mal die Mission. Mission starten. Zum Teufel, ein Fixer? Ich habe zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Dann finde ich ihn besser auch. Jordys Job wird warten müssen. Ja, unsere Bedürfnisse gehen voran. Ich meine, wenig Lärm machen wir ja nicht, aber... Dass man uns so leicht... Nee. Ich glaube, wir sollten uns ohne Auto anschleichen. Wenn man das überhaupt Anschleichen nennen kann. Den Profiler öffnen. Scheiße, er will sich reinhacken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein... Da bist du. Du gehörst mir. Ein Fixer weniger. Wie viele von denen gibt es denn noch? Das war ja auch einfach. Nein, ich will mir keine Online-Aufträge. Ja. Okay. Da interessiert sich jemand für mich. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Was ist denn bitte in Chicago los? Online-Aufträge öffnen. Mann, ich will jetzt aber keine Online-Aufträge machen. Okay. Schon gut, Süße. Nichts passiert. Ja, okay. Ich. Online-Aufträge. Okay. Ziel zum Hacken anfordern. Kann man das auch überspringen? Danke. Keine Verbindung zum Raster.
Umso besser. Von denen erledigen. Aber das muss warten. So, Freunde, aber okay, bevor jetzt wir... Jetzt gar nicht Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Bevor wir aber hier... Aber bestimmt kein typischer Taxi-Service. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszureichen. Also, bevor wir hier weitermachen, mache ich erstmal eine kurze Pause und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo, was uns natürlich viel besser gefallen würde, damit ihr nichts verpasst. Schreibt uns doch einen schönen Kommentar, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.